Es ist Samstagmorgen, 8.30 Uhr. Es ist Deutsche. Heute Abend. Aber ich habe jetzt erstmal noch Nationalteamtraining, damit wir quasi trotzdem dieses Wochenende trainieren können. Deswegen packe ich jetzt meine Sachen und meinen ganzen Kram für den gesamten Tag. Und dann geht's los. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich bin viel, was heißt nervöser, aber auf jeden Fall viel mehr emotionally involved als irgendwie sonst. Ich weiß nicht, wir haben echt alles in diese Vorbereitung reingegeben und es war einfach so viel Ups und Downs und die Person rein und raus und es ist einfach so spannend gewesen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was heute Abend passiert und ob sich die harte Arbeit auszahlt und der Weg, den wir gewählt haben, der richtige war. Mal schauen. Ich mache immer jeden Morgen eine kleine Morgenmeditation. Meistens, also ich habe so eine Playlist, wo ich mir ein paar rausgesucht habe, die ich cool finde. Und es hilft mir immer so, für mich selbstbewusst in den Tag zu starten. Ich habe welche, die sind 5 Minuten, ich habe welche, die sind 10 und welche, die sind 20. Je nachdem, wie viel Zeit ich halt habe. Aber ja, heute habe ich nicht so viel Zeit, weil ich ja gleich los muss. Deswegen jetzt nur eine kurze Session, aber auch das tut immer total gut morgens. So, ich habe mich jetzt ein bisschen fertig gemacht. Ich habe ein bisschen Make-up drauf, aber einfach nur, weil meine Haut immer so schlecht ist. Letzte Outfit fürs Training jetzt. Das ist unser neues Shirt. Das habe ich jetzt einfach an fürs Flugzeugtraining gleich. Und das ist mein ganzes Essen. Dann habe ich mir jetzt noch, bin ich mir gerade Brötchen am Aufbacken. Ja. Und dann geht's gleich los. Was haben wir? Ja, ich habe noch 10 Minuten. Ich mache jetzt noch einen Kaffee to go, weil ich ohne Kaffee nicht leben kann. Ich habe auch noch einen Smoothie im Kühlschrank, den muss ich noch einpacken. Und dann kann es endlich losgehen. So, der Kaffee läuft. Jetzt kommt der ganze Kram hier noch in diese Tasche. Das müsste eigentlich passen. Ja. Und dann geht's los. Ich hab's geschafft. Ich bin fertig. Ich habe alles. Meine Haare sehen schon wieder ganz wild aus. Weiß ich jetzt noch nicht, ob ich bei diesem Zopf bleibe. Und eigentlich hätte ich mir besser mal die Wimpern getuscht. Egal. Jo, so sieht's aus. Boah, Augenringe richtig am Start heute. Das Leben ist hart, was machen. Es geht ja auch nicht um mich heute. Guck mal. Jolene und ich fahren normalerweise zweimal die Woche nach Koblenz fürs Nationalteamtraining, aber dieses Mal haben wir ein Training nach Langenfeld verlegt. Wenn wir uns zum Groupstand-Training treffen, dann haben wir immer einen ganz genauen Ablauf im Training. Wir kennen schon alle unsere 3 Stunts, die wir üben müssen. Und dann machen wir die immer der Reihe nach einmal durch und schauen dann gegebenenfalls, ob wir noch an Details arbeiten müssen. Manchmal kassiert man natürlich immer noch die ein oder andere Klatsche. Das ist aber auch total normal und das ist halt in dem Sport einfach so. Und wir nehmen das immer mit Humor. Meine erste Saison im Nationalteam war 17, 18 und seitdem bin ich in einem Team überhaupt nicht mehr aktiv, sondern coache nur noch seit 3 Jahren jetzt die Rangers. Und für mich ist das immer einfach nur mal eine ganz tolle Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und mit dem Cheersport zu wachsen. Um 12.30 Uhr hatten wir dann Treffen mit den Rangers. Wir machen immer vorher in der Halle bei uns nochmal ein kleines Warm-up. Dann ging es auch schon nach Bonn. Da habe ich erstmal die Leo getroffen. Und dann hatten wir noch ein bisschen Zeit, bis es für uns ins Warm-up ging. Man denkt so an nichts. Was machen die? Ich habe nicht rausgeholt. Rausfinden, wer die Ball hat. 1, 2. Junge, ey, was ist denn los mit euch? Man sagt das sonst immer über Pinis, die haben zu viel Energie. Da hat man einmal ein bisschen Wartezeit, hat schon trainiert, muss später nochmal und dann sowas. Klassiker.
Dieses Ding ist wirklich bei keinem Training von uns wegzudenken. Die Jungs spielen eigentlich vor jedem Warm-up eine kleine Runde. Wobei das eben mal mehr und mal weniger gut klappt. Die Mädels haben sich in der Zeit noch ein bisschen hübsch gemacht, das Make-up nochmal aufgefrischt, die Haare nochmal festgemacht. Die Spannung steigt auch so langsam. Man merkt, dass die Einzelnen langsam ein bisschen nervös werden, aber auch das ist natürlich total normal. Auch wenn viele Athleten schon sehr erfahren sind, bleibt ein bisschen Nervosität natürlich nicht aus. Aber das äußert sich bei jedem Athleten unterschiedlich und jeder bekommt seinen Raum, ob er eben rumtutschen möchte oder ob er sich einfach entspannt irgendwo hinsetzen will. Dann ging es für uns schon in die Team Area und da haben wir die Legends getroffen, haben noch eine kleine Party mit denen gefeiert und dann ein letztes Mal unsere Routine-Musik gehört. Das machen wir immer vor jeder Meisterschaft als Mental Preparation. Jeder kann nochmal seine Routine im Kopf durchgehen und dann halten Patty und ich meistens noch ein paar kleine Ansprachen. Dann ging es für uns auch schon ins Warm-up. Da ist immer besonders wichtig, dass alle Abläufe ganz genau vorher besprochen wurden, sodass niemand irgendwie unsicher wird und genau weiß, wann er was zu tun hat. Diesen Ablauf haben wir auch im Training schon geübt. Das macht es für alle am einfachsten, auf Autopilot zu schalten und einfach nur abzurufen. Und genau das haben die Rangers auch gemacht. Es sah einfach so wunderschön aus. Jeder Stunt war solide und die Stimmung war echt entspannt. Dafür, dass es eine deutsche Meisterschaft war und es wirklich um die Wurst ging. Wir haben auch vorher schon besprochen, wie wir alles aufstellen, damit wir auch, obwohl wir sehr viele Stunts haben, auf den zwei Matten ganz entspannt alle in der Zeit warm machen können. Das hat super geklappt, uns ist nichts in die Quere gekommen, auch mit der Wand kamen wir super zurecht. Das Einzige, was immer ein bisschen schwierig ist, ist, dass alle auf einmal counten. Aber wenn wir mit dem gesamten Team die Counts für uns im Kopf haben, schaffen wir auch das. Nach der Regionalmeisterschaft, wo wir als zweiter Platz abgeschnitten haben, haben wir noch einige Dinge in der Routine dazu gebaut, einige Dinge schneller gemacht. Aber ich war wirklich glücklich. Man hat in diesem Warm-up gesehen, dass wir unser Team wirklich gut vorbereitet haben. Alle wirkten einfach so selbstbewusst. Alles wirkte präzise und war sofort da. Habe ich noch kurz eine Ansage zum Ablauf im Run-Through gemacht. Obwohl wir vorher schon mehrfach besprochen haben, was wir eben dort machen, ist es für viele Athleten in einer stressigen Situation besser, das einfach noch einmal zu hören und frisch im Kopf zu haben. Nachdem wir diese 5 Minuten dann bestritten haben, ging es für uns schon weiter in den Passcheck. Dann standen wir erstmal noch ein paar Minuten dort. Dann haben wir natürlich auch noch mal im Kreis ein bisschen was besprochen. Die letzten Worte, ein bisschen Motivation und auch einfach noch mal ein bisschen Dankbarkeit für dieses Team, für diese Liebe, für diese harte Arbeit, die wir da reingesteckt haben, bevor es dann endlich durch die große Tür ging. Vor uns waren dann noch die Dolphins Allstars dran. Da war die Halle schon ordentlich laut und die Ersten haben auf jeden Fall auch schon ein bisschen nervös geguckt. Aber auch das ist dann natürlich verflogen in dem Moment, wo man auf die Matte kommt. Cheerlabel Langfeld in der Kategorie Senior Coed Level 7. Hier sind die CLL Rangers! Unser nächstes Team kommt aus Langenfeld. Wir begrüßen die CLL Rangers. Wie auf CCVD-Meisterschaften üblich haben wir dann erst mit dem Cheer begonnen und sind dann in unsere Routine gegangen. Es war einfach so laut in der Halle, die Stimmung war wirklich abgefahren und dann ging es endlich los. Ob wir unsere Bestleistung abrufen konnten und ob das Glück auf unserer Seite stand, siehst du in Part 2.